Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Gamble. Heute habe ich das Spiel Idle Mafia. Ich bin mal wieder auf die Jagd nach einem Ticket. Was wird denn das hier, wenn ein Pinguin hinter einem Buch mit dem Kaffee in der Hand? Werden wir ja am Ende sehen. Und ja, ich habe es gerade schon runtergeladen. Mein Spielstand gefunden. Hurra, ich habe mal wieder einen Spielstand gefunden. Einen alten. Und dann werden wir es mal jetzt starten. Dup, 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 dup. Updates. Warum schon wieder Updates? Ah. Knete sehen. Waffen. Okay. Spiel beitreten. Ja. Na. Ah. Nein, gerade habe ich schon abgeholt. Ich hatte maximal gehabt. Nach 9,5 Stunden. Wann war denn das letzte Mal, wo ich gespielt habe? Schon bestimmt ein paar Monate her. Ich hab doch schon alles gebaut. Warum konnte ich noch nicht? Ich muss noch die hier machen. Verbessere Schutzgeld. Wo ist das Haus? Da ist es. Maximal. Kommt man da nicht auch in 10er Schritt dann weiter? Ah, ich muss auf 350, okay. Okay, Quest erfüllt. Boah, ich hab doch grad, guck mal hier, 95, haha. Hahaha. Grad voll viel einkassiert. Und jetzt von null wieder. Ach Mensch. Ach, genau, so war das. Oh shit, voll, yeah. Wo ist es?
Wo ist das Gebäude? Das hier. Ach, das soll ein bisschen dauern. Gratis. Video nicht. Keine Lust auf Videos. Was ist das jetzt? Ein Kampf, okay. Nur Italiener und Japaner. Also das sind die Italiener, das sind die Japaner. Und dann fangen wir mal an. Ganz knapp gewonnen. Okay, ich verstehe. Was muss ich jetzt nehmen? Was kann ich nehmen von den dreien? Erstmal immer wieder Lehm herstellen. So dass meine nicht sterben können. Oder dass immer wieder geheilt werden. Erhaltet ein Schild. Oh, nimm mal das, erhöht die HP. Na gut, jetzt kriegen wir ein Schild, ein Damage-Schild. Das was bringt. Immer wenn einer down geht, wird Lehm hergestellt. Ich denke mal, das wird jetzt reichen. Nach dem Boss, also den Boss mache ich noch einmal mit HP, mit Heilen und danach probiere ich auf Crit-Treffer zu gehen. Also hier noch einmal heilen. Oder erhält ein Schild. Thank you.
Dann gehe ich jetzt hin. Naja, Italiener halt. Bekomme ich Italiener. Mehr Stärke. Hier 5% ausreichen für alle Kapus, wenn ein feindlicher Kapus stirbt. Und hier 5% ausreichen für alle Kapus, dann nehme ich doch den hier. Ich habe keinen Mexikaner. Also den. Okay, Warnung. Gleich vertreiben. Nicht alles so. Oh oh. Beste Heilung. Ach Gott sei Dank. Hier war ja der eine Boss, hier war der andere Boss. Und ab dem Boss gehe ich wahrscheinlich wieder auf Heilung. Ich glaube, die wird zu wenig. Super.
Jetzt machen wir noch ein bisschen Damage. Schon wieder so einer. Oh, das wird ganz übel. Der ist stark, der Gegner. Boah. Das war ja mal richtig, richtig knapp. Gleich haben wir es ja geschafft. Okay. Meine Stärke 12.623, der Gegner 7.275. Ganz kleiner Unterschied. Kommt der nächste Kampf. Japaner habe ich zwar da, aber nur zwei Stück. Reduziert den erlittenen Schaden, das ist auch gut. Ein Samurai. Ein Jacuzzi, ja? Da muss ich einen starken reinsetzen. Okay, jetzt sind beide stärker. Der ist schwächer. Der ist schwächer, der ist stärker. Die beiden sind schwächer, die anderen drei sind stärker. Also müsste ich gewinnen. Obwohl er Stärke 11.000 hatte. War ja nur ein bisschen schwächer als ich. Und jetzt fange ich an, mir Schilder zu holen, wenn es welche gibt. Ja, Schild. Genau sowas. Und der erste Down. Der war auch 11.000. Stellt Lehm her? Nein, er hat ein Schild. Wenn ein Verbündeter stirbt, es wird aber keiner sterben. Egal, egal. Gleich sind wir am Ende. 9.000, ah, schaffbar. Ich denke sowieso, dass ich alles locker wegrocke, ja.
mal das erste. Ja. Ein Schild, wenn ein Heilskill gecastet wird. Das ist schön. Oh, der ist viel stärker als ich. Aber ich bin trotzdem besser. Da. Gute Arbeit. Don Vito, wer bist du denn? Alles eingenommen. Nice. Ja, das ist doch nice, oder? Was sagt er? Aber ich denke mal, ihr hättet das genauso gut geschafft. Ist ja nicht ganz so schwer. Nehmen. 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 Oh, 5 Tresore öffnen. Zigarren rennen. Und den da oben noch. Den hier vollwertig machen. Jetzt nochmal hier schauen. Oh, das ist ein Geldtransport. Oh, schön. Oh, das dauert noch ein bisschen. Wir können ja schon mal kaufen. Ja, jetzt muss ich 5 Tresore öffnen. Ich habe ja hier 10 und hier 3. Nehmen wir erstmal die mystischen. Schauen, was dahinter ist. Nummer 1. Ah, den Wrestler haben wir. Nummer 2. Und? Yeah, den haben wir noch nicht. Einen legendären Juja. Dojimia. Oder wie das heißt. Und der dritte, wieder der Wrestler. 5 musste ich öffnen. Komm, wir machen mal jetzt hier mal 10-mal mit einmal. Schön, 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 schön. Ja, ja. Hat nicht ganz so viel gebracht. Aber ich habe mein Ding ist fertig. Mein Ding ins Bummens. Zigarrenrennen, den muss ich auch machen. Zigarren sammeln. Ah, da. Und fertig. Da kämpfe war das mit Zigarren. Oh, da. Was ist das denn? Gesamtlevel. Wer hat denn hier so ein komisches Level? Ach, genau. Das war die hier. Ja.
2 Level. Was ist das? Benutze die Sofortkampffunktion. Bei Kampf, Sofortkampf. Okay. Haben wir auch. Benutze Zigarren. Dann muss ich erstmal zu meinem Kapus hingehen. Ich muss den hier einmal aufleveln. Bisschen viel. Ich bin gerade mal bei 40. Mal auf 45. Oh, schön. Machen wir auch auf 45. Den machen wir auch auf 45. Oh, die hat einen. Ach nee. Ja. Wir sind Level 10. Stimmt, ausrüsten. Ab Rang 15. Na gut, immer mal das. Sind die dann weg? Da ist ja der eine. Da ist der andere. Ich habe irgendwie Angst, dass die dann verschwinden. Aber man muss es ja mal ausprobieren, Leute. Ich probiere es jetzt so aus. Und wenn die verschwinden sollten, dann wisst ihr genau. Okay. Und füge hinzu. Okay, die sind nicht verschwunden. Das ist doch schon mal gut. Das heißt also nur, die Karten, die ich da eingesammelt hatte, das machen wir bei denen dann auch mal.
Ja, genau, von denen hatte ich nämlich auch nur zwei. Sonst noch irgendeiner? Nein. Familie? Die beiden haben wir verwendet. Ah, okay. Level 2. Und jetzt alle mindestens 4 Sterne. Fünf und fünf. Schauen wir mal. Fünf und fünf haben sie doch. Egal. Ist hier sonst noch was? Nein. Gut. Mal wieder auf die Straße und oh, die letzten zwei. Ich könnte auch jetzt schon zur neuen Straße wechseln, aber ich möchte erst das hier fertig machen. Es sind hier nur noch 18 Levels. Ne, 8. 18, 8. Ich muss auf. Naja. Ich glaube auf 8 Level. Ja. Mensch, komm schon. Noch 6 Level. Ich schaue noch mal kurz bei Capo nach. Ich habe 3 Legendäre. Okay. Der hat keine Arbeit. Ich mache die hier auch nochmal auf 45.
ganz schön hier. Okay. Für die Arbeit. Okay. Und der letzte Arbeiter. Gut. Die da unten arbeiten nicht. Die brauche ich nicht aufleveln. Schauen wir mal. Jawohl. Noch 4 Levels. Noch nicht. 19 HH. Ja, jetzt habe ich. Ah, jetzt habe ich es auch geschafft. Bam, 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 bam. Und das war jetzt die letzte Mission von dieser Straße. Wir wollen jetzt Gesundheit zur nächsten Straße rutschen. Schauen wir uns die nächste Straße mal an, wie es aussieht, oder? Ich glaube, der kackt gerade ab. Ah ne, oder? L? U? Luca. Die Brücke ist an diesem Punkt. Okay. Oh, das ist die letzte Runde in diesem Kapitel. Ist das nicht nice? Kaufen? Ich kaufe nichts. Da, 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 da und bin. Kämpfen. Man legt sich nicht mit der Mafia Red Dog an. Erstmal ein Kapo reinsetzen. Sie ist dafür geeignet. Gut. Na? Okay. Ah, ist aber eine kleine Straße.
sind hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Gebäude. Den Sportplatz haben wir schon. Und jetzt haben wir auch... Oh, ich bin schon bei 16.000 Stärke. Meine Güte. The Wrestler. Warte mal, der hat keine Automatik. Das ist doch total scheiße. Wir nehmen mal den hier. Okay, warte, gehen wir zurück. Warum habe ich das nicht vorher gemacht? Ich muss den auf 48 bringen. Jetzt hat er Automatik. Ah. Geht doch. Ja, schon 45 Minuten. Na gut, der letzte Angriff, dann will ich da schnell noch ein Kapo reinsetzen und dann werde ich auch aufhören. Oh, die werden stärker, der Gegner. Mir ist einer gestorben. Okay. Leute, Dankeschön fürs Zuschauen. Das war ein kleiner Einblick von dem Spiel Idle Mafia. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich würde mich auch freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß. Und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.